werde dann jetzt beginnen. Mein Schüler, mehr Abstand. Aber blockiere Herrn Sky nicht. Wir benutzen das Konzentrationsfeuer der Meshs. Wenn wir merken, es richtet nicht sehr viel aus, dann greifen wir mit den Scharfzähnen ein. Die Meshs müssen dann das Feuer einstellen. Zu Befehl, mein Imperator. Oh, das ist hier eine etwas härtere Nuss. Würden Sie bitte Ihr Tier sagen, er soll mir sich so ins Ohr schreien? Das ist Ihr Bruder! Ich muss mich konzentrieren. James, es war wieder klar. Ja, sorry, ich habe ihm in die falsche Seite getreten. Ich komme manchmal durcheinander mit der Steuerung von diesem Koloss. Könnt mir kurz 90 Sekunden warten? Wie erkläre ich denn das jetzt Roleplay-mäßig? Können wir das kurz abwarten? Okay, ich brauchte etwas zur Beruhigung. Gluck, 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 gluck. Oh, das beruhigt. Zum Glück hatte ich noch einen Schuss dabei. Bin wieder so nervös. Ihre Schwester kommt da vorne klar? Oh, das ist hier wirklich richtig hart. Saboteur, schauen Sie mal, ob Sie unterstützen können. Sabotieren Sie das Ding. Aber passen Sie bitte auf. Nur ein falscher... Versuchen Sie mal, irgendetwas da kurz zu schließen, dass sie eine Kreditfläche bekommt. Oder haben wir irgendwas vergessen? Nein, nur der ist hier etwas, wie ich schon vermutet habe, die Steigerung. Okay, ich komme durch. Er ist Saboteur! Das falsche Kabel. So sind sie nicht ganz so auffällig. Ist vielleicht besser. Ich finde es viel auffälliger. Okay. Ich hab's. Es geht los. Die Maschine funktioniert. Jetzt ist sie so weit weg, ich höre sie nicht mehr. Was ist das? Da kommt ziemlich viel runter. Nicht. Oh Gott, ich greife nix an. Alter. Was ist hier los? Tötet es! Feuer einstellen! Feuer! Lol.
Wir sind erst bei 80%. Wie Sie sehen, können wir auch damit diesmal fertig werden wieder. Noch. Was ist das? Soldat, geht's Ihnen in den Mesh gut? Hält die Mesh-Rüstung stand? Jawohl. Wie viel Prozent? 70% erst. War es nicht gerade noch 80? Ja, ich zähle runter. Nein, das ist ein Glücksbringer, ihr Mörder! Konnte man auf dem Schwarzmarkt noch auf. Scharfzähne-Attacke! Oh, shit! Wer von euch im Chat wollte Scheiß, Giga? Das Ding ist viel gefährlicher! Die Mechs, konzentriert euch auf die Maschine! Wir haben es unter Kontrolle. Das sieht mir nicht unter Kontrolle aus. Ach du meine Güte. Ich glaube, ich bin ein Stückchen weiter weg. Doch, alles unter Kontrolle. Oh Gott. Beißt nicht mehr. Keiner beißt nicht mehr. Warum beißt er nicht mehr? Ich glaube, mir eine super Leck. Ist der Server down? Ne, Server läuft noch. Ups, das war ein Mesh. Vorhin ist gerade ein Mesh explodiert. So, waren das genug, Gigas, Chat? Komme! Passen Sie auf, er fixiert Sie! Das ist kein Problem, ich halte ihn mit meinem Schild weg. Sehr schön. Ei, 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 ei. Ich muss kurz rauswerfen, das geht ja sonst gar nicht klar. Bino Party! Was ist das? Bär? Puh!
Ach du! Wow! Was ist das für eine Kreatur? Herr Sky, rennen Sie! Rennen Sie, mein Saboteur! Rechts von Ihnen, Herr Sky! Mesh-Roboter, Feuer! Was ist hier los? Ich brauche Hilfe! Aua, die Mechs machen mir weh. Ei. Ich hab sie gleich. Wir sind hier durch. Sind alle okay? Weiß ich noch nicht. Puh. Was ist das für ein Wesen? Spüren Sie schon was? Ich spüre schon etwas, ich kann es aber nicht zuordnen. Ich glaube, da sind Sie eher derjenige, der... Dieses der letzte Wesen Ort müsste Ihnen jetzt... sich Ihnen offenbaren. Mein Schüler! Ja, Meister. Meister. Wo sind Sie? Okay, ich würde sagen, wir sollten wieder zurück. Wir gehen mal zum Camp. Alles zum Camp. Chat, es ist noch nicht fertig. Na, vergiss das mal immer bis 11 streamen. Hoppla! Mein Schüler, wo ist Frau Sky? Ich weiß es nicht, Meister. Ich dachte, sie wäre bei Ihnen. Wir benötigen ein Lagerfeuer. Dürfte ich mich 2 Minuten kurz ab... Also Saboteur, könnten Sie sich bitte etwas anziehen? Also das ist ja... Schon dabei. Das geht ja gar nicht. Lagerfeuer steht, mein Lord. Irgendjemand verletzt oder? Frau Sky. Hab's auch geschafft. Wir Machtwesen werden uns um das Lagerfeuer sammeln und uns konzentrieren. Um das Rätsel Machen zu lösen. Machen Sie das da so, wo Sie herkommen?
Wir verbrennen normal jemanden Verstorbenen, aber es ist ja jetzt niemand gestorben. Lecker. Wo ist mein Schüler? Er ruht sich gerade aus. Immer unpassend. Ich muss ihn leider, dass mein Mensch alles nicht geschafft hat. Die Explosion habe ich gesehen, sie haben es zum Glück rausgeschafft. Gerade so in letzter Sekunde, ja. Ich habe ihre Tiere mitgebracht, die ich dort noch gefunden habe. Zum Glück sind sie mir gefolgt. Die Explosion ist sehr heftig. Ja, das war auch der schwierigste bisher. Ich denke, ab hier wird es nicht einfacher. Die letzte Kreatur habe ich noch nie gesehen, seit wir hier sind. Und ich bin mein Leben lang hier und habe sie ebenfalls noch nie gesehen. Boah, wenn meine Großmutter da wäre, ich glaube, die wüsste das. Aber es ist schon spät, oder? An der Chat, das war... Hoppla, was ist denn da an? Moment, was ist denn das? Wieso ist der Kram an? Gibt es hier denn irgendein Zelt für mich? Ich gehe davon aus, dass wir jetzt erst hier übernachten werden, oder? Wieso ist das an? Wie mache ich das aus? Leute, ich muss kurz gucken, warum das an ist. Das sollte normal nicht zu sehen sein. Lalalalala. Mal kurz gucken. Ach ja. So, da ist es. Das und das. Gut. So, ich hab kurz meditiert, aber mein Schüler ist ja jetzt auch zurück. So, wir brauchen Feuerkraft. Mein Schüler, wir müssen in Meditation versetzt werden. Mit der Familie Sky. Zumindest die Machtbewussten von ihnen. Wir haben jede Menge Munition und Feuerwaffen in den T-Rex, in den Schafzahn. Wieso kann ich dieses Feuer nicht entzünden? S Plus. Wieder die S Plus Feuerzeuge verhandelt. Ich glaube, sie müssen die normalen Big-Feuerzeuge nehmen, statt hier diese komischen Zusatzdinger. Vielleicht liegt es auch einfach nur an den Obelisken. Ups, tut mir leid, bin draufgefallen. Er explodiert immer noch. Sobald wir ein Feuer haben, müssen wir unsere Kräfte konzentrieren. Au. Ein sehr, sehr starkes Wesen. Meine Großmutter meinte, wenn der dritte Obelisk weg ist, würden sie spüren, wo der letzte Punkt wäre, um das Ganze hier wirklich zu beenden und die... Wir nehmen dieses Feuer hier, das wird ausreichen. Irgendwann werden sie schon dran. Haben Sie es gespürt? Ja. Ich weiß. Was war das? Ich weiß jetzt, wo dieser Impuls herkam. Das war das Zeichen. Wir müssen in das kalte Gebiet. Mein Schüler, da wo wir den ersten Druidenkontakt hatten. Sollten wir da nicht
Ich habe es auch gespielt, aber sollten wir nicht erst nochmal. Was? Sollten wir nicht dann erstmal zurück zur Basis, um ein paar neue Sachen zu besorgen, sowas wieder auf Vordermann zu. Das liegt sowieso auf dem Weg. Meine Truppen, Camp einpacken, zur Basis zurückkehren. Alles mitnehmen. Mein Lord, wollen wir nicht wieder denselben Riss im Meeresboden benutzen? Ich weiß nicht genau, wo der ist. Mein Lord, müssen wir unbedingt zur Basis zurückkehren? Nun, viele von den Truppen haben keine Rüstung mehr. Wir haben noch genug Munition und Ersatzrüstung auf Lager, also... Gut, wir können auch an die Stelle. Wollte auch. Wo denn? Ich bräuchte etwas. Hoppla!
Na super, ich habe wieder alle verloren. Halt irgendwo hoch. Ah ja, hier. Was ist denn? Lol. Ich hatte gerade kurz Schwarzbildschirm, weiß nicht warum. Aber Stream läuft noch? Ja, alles noch gut. Auch Ankylo hopp. Danke. Och, wie die Tiere einfach blockieren. Da war das jetzt so nötig. Sprint, dann müssen wir das so hinkriegen. Jo, ohne Schade. Jawohl, ohne Schade. So. So, irgendwo habe ich diesen Impuls gespürt. Ich suche das mal kurz. Das ist meine Truppe hierher lotsen kann. Ich habe mir nämlich extra auch ein Leuchtsignal vorhin geschnappt. Ah, da ist es. Das ist der Eingang. Ja, Leuchtsignal. Brauchen wir nicht. Drei Leuchtsignale. Das müsste reichen, dass sie da herfinden und ich gehe jetzt schon mal rein. Boah. Ein Leuchtsignal dort vorne. Ach, Captain Phasma, Sie haben es gesehen. Jawohl, mein Lord, wir sind bereits im Schneegebiet. Unter dem Leuchtsignal genau ist ein Eishöhleneingang. Ich bin mit dem Schafzahn rein, aber ich weiß nicht, wie weit ich komme mit ihm. Wie sich herausstellt, nicht sehr weit.